Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, 19 Uhr, seht ihr. Nehmen wir eben ein bisschen Gas mit. Ja. Bier haben wir am Start, dass wir ein bisschen länger laufen können. Gut. Aber wie gesagt, Minibike ist eigentlich schon ein ganz guter Fluchtmöglichkeit. Muss ihn mal eben hier eliminieren, nicht, dass er hier gleich als erstes losrennt. Zack. Aber wie gesagt, wenn so ein, zwei kommen, ist das auch gar kein Problem. Ne? Das einzige Problem ist meine Beleuchtung, die wir nicht haben. Weiß auch nicht, ob das so klug ist, weil es soll ja die Zombies anziehen, aber... Wir werden sehen. Nützt ja alle nichts. Wir müssen ja hier ein bisschen vorankommen. Das ist auch nervig, ne? Gut, ich werde eben die beiden Dinger hier noch drum ziehen, dass wir die Blöcke da noch reinkriegen. Was mir auch gerade mal eingefallen ist, wir hätten natürlich auch Duck machen können, wo ein bisschen Clay ist. Da hätten wir gleich ein bisschen Clay gehabt. Da brauchen wir auf jeden Fall noch. Aber gut. Ist wie es ist. Zwei Schläge, das geht ja. Können wir mit leben. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch in der Wüste düsen. Bisschen Sand dann organisieren. Wie gesagt, Clay können wir dann auch gleich in der Wüste mit organisieren. Müssen wir auch gar nicht hier vor der Haustür tiefes Loch machen. Dann können wir noch ein paar Gläser auffüllen. Könnte natürlich jetzt auch in der Nacht in die Wüste gehen und da mich dann in der Erde graben, um Sand zu machen. Wäre vielleicht nicht so risikoreich wie das hier. Aber gut. Ich wollte ja auch mal ein bisschen Action sehen. Ne? Wenn natürlich jetzt hier gleich eine fette Wanderhorde kommt in der Nacht, kriege ich natürlich Probleme. Dann werde ich mich aus dem Minibike schwingen und mich verdrücken. Und dann werden wir einfach die Straße lang düsen. Bisschen aufklären. Aber normalerweise, wenn ich die... müssen, wir werden es ja sehen, wie dunkel es ist. Wenn ich die Fackeln wegnehme. Sollten die Zombies uns eigentlich auch gar nicht bemerken, wenn wir in der Hocke sind. Problem, ich sehe natürlich nichts. Ja, wir werden sehen. Ernsthaft, ey. Weiß auch gar nicht, ob wir so viel... Obwohl mit Spitzen setzen und... Werden wir wohl schon noch genug zu tun haben. Das Schöne ist, hier haben die drei Reihen.
gleich fertig. Wenn wir dann noch außen die Blöcke hinkriegen. Ja, gehen wir nicht mehr ganz fertig bis 22 Uhr, aber sehen wir als erstes machen, dass wir wenigstens schon mal eine Reihe oder zwei, ich weiß nicht, wie weit unsere Spikes reichen. Mal zwei Reihen Spikes setzen können. Wenn sie dann in der Nacht kommen, dann ging es ein bisschen Schaden. Wir werden sehen. Ist für mich auch eine Premiere hier. Ich meine, ich war jetzt eben bei meinem anderen Spiel, habe ich auch nachts diesen Trader Park, also wo diese Trailer rumstehen, gelootet. War auch gar kein Problem. Also Problem war, dass auf einmal in dem einen Trailer wieder zwei Sleeper Zombies gespawnt sind. Da ging es dann ab, aber ich habe Glück gehabt. Ich konnte mich retten. Konnte sie dann auch noch killen. Aber da kriegst du erstmal einen Herzinfarkt. Kann ich euch sagen. Aber hier natürlich nicht. Bin vielleicht in der Höhle jetzt, ich weiß es nicht. Vorhin, die ist ja auch da irgendwo wieder hergekommen. Aber ich denke mal, die wird von oben da reingefallen sein. Ich weiß auch nicht hier, wann es Hundehorn und sonst irgendwas kommt. Keine Ahnung. Wie gesagt, das einzige Problem wird eine Wanderhorde sein, die nachts kommt. Was hast du, Junge? Kalt oder was? Geht schon los, ne? Mit. Müssen wir auf jeden Fall noch mal runter. Zack. Ja, ich werde jetzt eh ein paar Folgen vorproduzieren müssen, weil ich diese Woche zu viele Termine habe, so dass ich da nicht unter der Woche mal eben sagen kann, ich kann auf jeden Fall 4 Folgen aufnehmen. Deswegen werde ich jetzt mal so, denke, 6-7 Folgen aufnehmen, dass ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite bin. So, hatte ich denn überhaupt hier irgendwas? Oder haben wir es verkauft oder was? Hatten wir nicht hier auch ein? Sieht nicht so aus, oder? Können wir den ausziehen, oder was? Dann haben wir plus 7. Naja, gut, muss reichen, ne? Ach, guck mal, Minibike haben wir noch gar nicht aufgefüllt. Das andere Problem mit der Crossbow werden, wie gesagt, wenn der kaputt ist. Noch Federn 45 ist jetzt auch nicht die Welt. So, ganz kurz bevor wir rausgehen. Und denken wir für Receiver. Na ja, gut, können wir später auch noch gucken. Ich weiß auch nicht, wie dunkel es wird. Ich kann noch mal eben ganz kurz gucken, aber ich glaube, wir waren jetzt schon auf 100. 25 Gamma, ja. Weil ich habe ja die letzten drei Screenshots aus den Videos gezogen habe. Sind ja extrem dunkel. Hammer. Also wenn du hier am Tag irgendwo so im Schatten bist. Extrem dunkel, ne? Ich glaube, die 60 reichen auch nicht, oder? Das wird jetzt sehr ein Gefickel hier mit dem Gras.
So, kopieren. Das sollte reichen. Warum ist der denn? Sind da schon drei, oder? Eins, zwei, drei. Und der ist doch schon mal völlig verkehrt hier. Ja, sorry, wenn ich jetzt aktuell mal ein bisschen zwischendurch ein bisschen ruhiger bin. Aber jetzt natürlich hier in der Nacht. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen aufs Gehör verlassen. Wir sollten eben endlich mal Minibike auftanken. Na, irgendwas war doch hier. Ja, Tiere spawnen jetzt auch extrem wenig, ne? Mit der neuen Version. Also da müssen wir uns, wenn das so bleiben sollte, aber wie gesagt, es ist ja noch Experimente, die arbeiten ja noch dran. Zur Not werden wir da jetzt selber ein bisschen Hand anlegen. Ja. Zack. Ja, bei den Ecken muss ich gleich mal gucken. Ich hoffe, es gibt die ganzen Blöcke dafür. Und dann bin ich mal gespannt, ob meine Konstruktion so klappt, wie ich es mir vorstelle. Natürlich schon ein bisschen getestet, aber jetzt so eine richtige Rolle. Ich weiß auch vor allen Dingen nicht, was kommen wird, weil ihr seht, denkt mal, wir werden so Level, was haben wir denn, Tag 11, ja, diese Nacht bauen wir ja durch, also da leveln wir nicht. Ja, denk mal Level 30 bis 40. Keine Ahnung, was wir dann für ein Game Stage haben. Wie gesagt, wir haben auf 32 eingestellt. Werden wir sehen. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch welche von, ne? Gut, was haben wir denn jetzt hier für Dinger? Sind doch schon die richtigen, oder? Nee. Brauchen diese. Diese. Und dann brauchen wir davon eine Ecke. Der sein, oder? Perfekt. Läuft bei uns. Zack. Ja, ist ruhig, ne?
Also wie gesagt, immer wenn ich da unten zugange war. Ich meine, okay, das ist jetzt doch ein bisschen mehr in die Richtung, aber trotzdem war da immer irgendwas los. Sehr nice. Zack. Ja, die brauchen wir auch nicht aufwerten hier unbedingt. Das ist nicht so tragisch. Weil wir können es natürlich auch Flexstone aufwerten. Das ist ja nicht. Ist ja nicht so, dass das jetzt viel kostet und wird uns ja mit Sicherheit auch ein bisschen Leveln bringen. Perfekt. Das können wir squippen. Ja, und wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Menge Scrap Iron. Läuft auch. Zack. Ja, wir setzen die natürlich andersrum. Weil Schaden teilen sie trotzdem aus. Und der Vorteil ist, die Zombies springen nicht so bekloppt, als wenn sie auf den Spitzen stehen. Kennt ihr sicher? Wir hätten es natürlich jetzt noch machen können, dass wir hier von unterirdisch hätten reparieren können, aber. Wie ihr seht. Nur mal zur Demonstration. Was haben wir denn? 70er. Kriegen wir vielleicht zwei Reihen hin. Müssen wir die letzte erstmal mit Woodframes auffüllen. Das heißt, wir müssen uns ein paar Woodframes noch machen. Weil ihr seht, wenn du so dran gehst, passiert nichts. Ja. Das hat der Nachteil. Da ist einer weg. Zombies sind drinne. Seht ihr, bekommen sie keinen Schaden mehr. Bekommen wir aber in den Griff, denke ich. Nice. Müssen wir halt, sobald sie kaputt sind, gucken, dass wir neue reinsetzen. Winterroller oder das an irgendeinen anderen Block erstmal reinsetzen. Fehlt ja gar nicht mehr so viel, ne? Ja, wie gesagt, fülle ich die jetzt erstmal auf, weil sonst, wie gesagt, ist ein Zombie drin. Habt ihr ja gesehen, kriegt er keinen Schaden und haut die ganzen Spikes hier kaputt. Macht ja auch keinen Sinn. Perfekt. Uiuiui. Nicht gut. Gut, da haben wir die, da haben wir die. Na komm, wir haben doch eh eine Wüste. Können wir uns auch mal eben eine Bandage gönnen. Am besten von außen machen. Ah, da war er schon, ey. Jetzt nochmal eine ganze Runde rum. Zack. Nein, nehme ich jetzt die verkehrten, ne? Ja, genau, die konkreten. Ja. Die brauche ich auf jeden Fall für die Mitte, weil die Mitte ist erstmal
das Wichtigste. Da werdet ihr gleich sehen, wo es hier drauf hinausläuft. Obwohl, den kann ich doch jetzt auch kopieren, oder? Nice. Zack. Sehr gut, sehr gut. Ja, echt Hammer, wie oft war er schon, wie es ruhig jetzt hier ist. Aber gut, wollen sich beschweren, ne? So. Jetzt können wir direkt die nehmen. Ja, das ist der wichtigste Block in meinem Konstrukt. Deswegen muss ich den auch gleich direkt auf Reinforced Concrete machen. Wie gesagt, also normale Zombies, gar kein Thema. Gar kein Thema. Also die machen gar nichts an dem Block. Aber wenn der Fette kommt, der Hawaii. Ja. Der haut den Block aber ratzfatz weg. Aber gut, dafür sind wir ja da oben, ne? Das direkt. Also dann den Fokus auf die Zombies zu legen, die so viel Schaden machen. Und du musst ja auch so eine Zombies haben. Gerade jetzt mit den ganzen Fallen, die es gibt. Also sonst wäre es ja zu einfach später. Wäre man natürlich hier nicht mehr zu kommen. Denke ich. Wer weiß. Kommt darauf an, wie lange die Experimente. Na, wieder. Experimentelversion da ist, aber. Mein Gott. Also ich persönlich denke mal, noch eine Woche maximal. Aber wir werden es sehen. Und wie gesagt, sollten wir uns vielleicht dazu entschließen, dass ich, oder sollte ich mich dazu entschließen, dass ich zwei Let's Plays mache, also ein Modded, ein nicht Modded, dann spielen wir das vielleicht auch weiter hier. Gut, jetzt haben wir eine Reihe rum. Dann haben wir unser Grund. Da war er schon. Das Grundkonzept fast fertig. Und dann seht ihr auch gleich, wozu ich über 50 Dachluken gemacht habe. Wie gesagt, das ist nur zum Kämpfen gedacht hier, das Ding. Also nicht um da drin zu wohnen oder sonst irgendwas. Halte ich eigentlich mittlerweile schon länger so. Also früher habe ich eigentlich immer nur eine Sache gebaut. Also wo man halt lebt und kämpft, aber irgendwann hat sich dann so eingebürgert, weil man da doch stark, man ist ja so schon ein bisschen gehandicapt, weil man muss ja doch auch schon bauen, dass man Screamerhorn zum Beispiel oder Wanderhorden halt doch schon auch bekämpfen kann, da wo man wohnt.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt sowas hier, wir können natürlich unser, wenn man es jetzt nah daran in der Nähe baut, wo man noch wohnt, dann kann man natürlich die Fortschen jetzt zum Beispiel alle hier reinballern. Also einfach runtergraben, bisschen in die Erde rein und da dann einfach die Fortschen reinstellen, so dass ich das Klima immer schön hier hinkomme. Ist jetzt bei der Bauweise auch möglich. Früher habe ich es halt so gemacht, kann ich euch mal kurz zeigen, damit ihr das Prinzip versteht. Hätte ich jetzt hier nochmal die Blocks rangesetzt. Also ihr seht, man kann jetzt zwei überall. Da müssen die Zombies erstmal durch zwei Blöcke durch. Gerade wenn ihr dann auf Stahl habt, zweimal Stahlblöcke ist schon eine enorme Sicherheit. Zumindest damals gewesen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Block-Damage jetzt ausschaut. Bei den Cops und sowas. Ich denke mal, der wird auch noch mal ein bisschen höher sein. Jetzt machen wir es aber mit den Dachluken. Aber erstmal mache ich oben zu noch. Ich hoffe, man kann den Flexton auch machen. Nice. Ich weiß nicht, komm. Ich mache einfach 50. Perfekt, ey. Zack. Ja, jetzt könnten natürlich auch schon Zombies kommen, ne? Das ist auch nicht mehr das Problem. Ja, und der Sinn der Dachluken ist eigentlich, oder einfach, dass man das hier halt auch, ist auch nicht so schnell, dass man das halt auch nutzen kann, wie gesagt, um jetzt hier die Fortune reinzustellen und sowas. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, ey. Kennt man auch so wahnsinnig gut, ne? Da ist die Spitze unten. Ich glaube, so geht sie schon nach oben auf, oder? Na, super. Also so geht sie nach. Ach du Scheiße, jetzt kriegen wir Probleme. Ja, jetzt haben wir aber Schwein gehabt, oder? Vor allem, weil die ja noch nicht trocken sind, hier die Konkretdinger. Laufen die einfach vorbei, ja? Also das wäre früher zumindest nicht passiert. Ja gut, Leute. Der richtige Schocker zum Ende. Ich werde jetzt eben eine halbe Stunde Folgen machen. Ich habe meinen Timer gestellt, damit wir da mal ein bisschen Ordnung reinkriegen, auch schon mal. Muss ich halt jetzt ein bisschen schneiden. Aber wenn wir so die Nacht mit aufnehmen, geht das natürlich super. Gut, wie immer, lasst mir gerne eine Meinung da. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum hoffentlich richtigen Klappensetzen. Bis dann. Ciao.